Oh, ja, Lebenspunkte sehen nicht gut aus. Okay, weg, 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 weg. Ah, und die Granaten verteilen die Zahnräder. Na gut, du dahin, du dahin. Ja, war ein Ticken zu knapp. Ich brauche definitiv eine bessere Rüstung. Wir haben jetzt die schwere, wir bräuchten dann die modulare. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich da irgendwas reinpacke. Weil diese Solarmodule waren nicht so wirklich toll. Oh, das sieht schick aus mit dem Kupfer. Gut, gut. Also ich habe jetzt verhindert, dass die Basis hier den Smog aufsaugt. Weil ich mir halt immer noch nicht ganz sicher bin, ob ich das forcieren will, dass die Gegner stärker werden. Solange ich nicht stark genug bin. Weil wir haben gerade gesehen, ich selber kann nur eine einer Basis kaputt machen. Und das ist nicht wirklich stark. Also vielleicht erstmal Rüstung und Waffen weiter ausbauen und dann das forcieren, dass die stärkeren Gegner kommen. Damit wir im Gegenzug wieder stärkere Türme bauen können. So, Alien-Technologie ist fertig. Wir können lila Tränke bauen. Das ist sehr gut. Ich hätte gern panzerbrechende Munition. Was ist wichtiger? Mehr Schaden machen oder mehr aushalten? Mehr aushalten eigentlich, ja? Komm, erforsch das bitte erstmal. Und geh runter. Runter, 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 runter. Minitür bauen. Minitür zumachen. Und gucken, ob endlich das Leichtöl weniger wird. Und ja, es ist auf 2,4 runter. Sehr gut. 2,4, 2,4. Also es ist ein Ende abzusehen. Ist das Schweröl endlich halbwegs weg? Ja, größtenteils. Okay, und Petroleumgas müsste jetzt voll sein, oder? Nicht ganz, aber es ist auf einem guten Weg. Schwefelsäure hat genug. Tanks füllen sich auch langsam. Oh, die Batterien könnten mal hier. Sei schneller. Ja, sehr gut. Viel schnellere Batterieproduktion. Okay. Ich habe jetzt die letzten Folgen gut Fehler behoben. Ich habe die Eisenmine angeschlossen. Die lasse ich da. Ich habe am Öl rumgewuselt, das ist alles soweit okay. Aber ich habe nicht wirklich viele neue Maschinen gebaut. Also für neue Produkte Maschinen gebaut. Und ich denke, das sollte ich in den nächsten Folgen ändern. Also was gebaut werden muss, ist, wir brauchen die normalen Engines. Und wir brauchen rote Engines. Problem ist, die normalen Engines werden eigentlich hier unten gebaut. Und die roten können nur oben gebaut werden wegen dem Lubricant. Außer ich setze ein recht langes unterirdisches Rohr von oben nach unten. Oder ich produziere hier unten die Engines und lasse sie dann mit einem Fließband hochtransportieren. Oder mit einer Ärmchenkette. Ja, also wahrscheinlich eher Lubricant von oben nach unten. Frage ist jetzt, was braucht das Ding? Da, es braucht nur Stahl und Eisen. Stahl und Eisen. Das heißt, wieder hier in dem mittleren Ding. Was nicht so schön ist eigentlich. Nehmen wir mal ein Stack raus. So. Das ist zu viel auf dem mittleren Ding. Wobei es momentan ganz okay aussieht. Also wir haben Rechtseisen, wir haben Linkseisen, wir haben Rechtskupfer, wir haben Linkskupfer. Ist alles okay. Und das sind noch nicht die schnellsten. Also bei weitem noch nicht die schnellsten Fließbänder. Ja, also wir könnten... Haben wir überhaupt noch irgendwo Platz für Ärmchen? Was kommt? Nicht für Ärmchen, sondern für Engines. Nee, hier sind Ärmchen, da sind Ärmchen. Hier unten, theoretisch. Oh. Wir könnten das hier hinbauen. Nee, warte. Eher hier. Und dann könnten wir hier die kappen. Die werden dann nicht weitergeführt. Weil weiter unten brauchen wir weder Batterien noch die da. Das heißt, hier kommen dann normale Engines hin und darunter kommen die roten Engines. Ich hätte gerne so oder so gerne ein paar Fabriken. Also die blauen Fabriken, weil die brauchen wir ja auch, um die gelben zu bauen. Oh,
Hier ist hier ein Fehler drin. Mitnehmen, 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 mitnehmen. Und gib mir bitte Kupfer und Eisen. So. Ah. Was das schaffen die? Okay. Du, da, alles gut. Genau, bau bitte. Warum brauchst du so viel Zeug? Du brauchst 4 einer Speed-Module. Oh, stimmt. Das hatte ich ja auch schon angesprochen. Dass wir auch Fabriken brauchen für die ganzen T1-Module. Kupfer, Eisen und Draht. Kupfer, Eisen und grüne Chips. Wir könnten das machen, wenn wir ihnen keine Fließband geben. Das wäre eh eine Idee. Ich baue Fabriken, setze sie so hin, dass wir hier noch Platz haben. Also hier oben kommt meinetwegen eine Fabrik hin. Die produziert dann aus den grünen Chips, dem Kupfer und dem Eisenplatten die T1-Module und legt sie einfach in eine Kiste. In eine begrenzte Kiste. Weil ich will keine 600 T1-Module haben. Das wird ein bisschen übertrieben. Liegt sie einfach in eine begrenzte Kiste. Und wenn wir die T1-Module dann irgendwann brauchen, dann nehmen wir sie da raus. Weil gerade bei den Modulen, das ist keine Massenware. Das ist nicht so wie hier, wo sie jetzt alles auf Fließbändern staut und dann ist okay. Das klingt echt nicht schlecht. Okay, bau bitte hier T1-Module. Du nimmst dir bitte von da hinten Kupfer. Nimmst du bitte von hier Eisen und von da Chips und legst das Ganze da auf eine Kiste. Kiste? Keine Kiste. Kiste. So. Zack. Da haben wir unsere T1 Speed-Module. Und das Ganze machen wir hier irgendwo anders nochmal und nochmal und nochmal. Dann haben wir alle Module in T1. Wir können theoretisch irgendwo in der Pampa auch noch Fabriken bauen, die aus T1 T2 macht. Und dann einfach mal ein Inventar voll Speed-Module da reinkippen. Weil die haben komischerweise einen recht großen internen Puffer. Und dann warten und dann später die T2-Module abholen. Und wir könnten das Ganze später auch mit Robotern machen. Also gerade das ist, glaube ich, eine super Idee für die Roboter. Wovon wir auch nicht so weit entfernt sind, glaube ich, inzwischen. Die ersten Requester-Chests und so. Müssen wir gucken. Also, das ist schon mal eine gute Idee hierfür. Engines wollten wir machen. Engines hier unten. Ich verlängere mal. Erstmal kriegen wir wieder die ganzen Sachen da, wo sie hingehören. So. Dann verlängere ich mal ein bisschen die Fließbänder. Müssen dann später gucken, wo was hinkommt. Oh, weggeklickt. Rüstung ist fertig. Also wir können jetzt die Basic Modular Armor bauen. Dann erforsche ich doch mal die Solar Panels. Und ein Energy Shield, hm? Dass wir so ein bisschen was haben. An Verteidigung. Oder die Piercing. Ja komm, die Rüstung selber ist schon stärker als die schwere Rüstung. Also klar wäre es schön, ein Schild zu haben, aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier drauf. Dafür brauche ich allerdings die da. Das produziert jeweils 10, oder? 10 Alien Science Packs, ja, gut. Dann müsste ich noch die Reserven holen aus der Kiste hier oben. Da, 29 Stück. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Du, da. 10 für dich. 10 für dich. Das dauert echt lange. Bau noch mehr, bau noch mehr. 10 für dich. Und die ersten sind hier eher. Ja, obwohl, das dauert ganz schön lange, das durchzutickern lassen. Wir könnten Speed-Module in ein Forschungsding reinbauen. Ha. Das ist mal eine Idee. Das war mir so noch gar nicht bekannt. Achso, weiter reinlegen. Du da, 10. Hier, 10 da.
Aber wenn ich jetzt fleißig überall Speed-Module reinpacke, sollten wir echt mal unseren Strom. Oh, genau. Unseren Stromverbrauch gucken. Wir kommen nämlich gerade nicht hinterher. Das heißt, wir brauchen mehr hiervon. Da, bau bitte einen davon. Die können erstmal kurz warten. Das hier ist nämlich dezent wichtiger. So, so. Steam Engine. Da. Klares Wasser. Oh, nur 78 Grad. Hehe. Okay, jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir bessere Boiler brauchen. Oder ist hier schon wieder irgendein Steinproblem? Ist keins. Aber die kommen nicht hinterher. Okay, wir brauchen bessere Boiler. Hier. Wir brauchen Steine, wir brauchen Eisenplatten. Alles hier in der Nähe. Sehr gut. Wow. Dezent viele Steine. Das wird irgendwann auch mal ein Problem werden. Genau, bau erstmal. Aber warum nicht? Bau gleich MK3 Boiler. Wenn schon, denn schon. Was fehlt jetzt wieder? Eisen. Okay. Mops, 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 Mops. Ja. Boiler, MK3. Da, da, da. Und die werden komischerweise lila angezeigt. Das ist sehr komisch. Oh, die haben mehr Slots. Das ist super. Mehr Slots, die nicht befüllt werden. Das ist jetzt sinnfrei. Machen die Dietech-Ärmchen das vielleicht? Nö. Okay, das ist doof. Das muss definitiv noch reingepatcht werden. Dass die Ärmchen auch die anderen Slots hier füllen. Also ich könnte sie jetzt von Hand füllen. Aber trotzdem. Na gut, gucken wir mal, ob wir jetzt 100 Grad bekommen. Nee. 78. Werden die nicht heißer? Bauen wir noch zwei davon. Woran hapert es jetzt? Wieder Eisen. Noch einen davon. Dann haben wir gleich alle MK1-Dinger durch MK3 ersetzt. Und wenn es denn nicht heißer wird, dann weiß ich auch nicht. Oh, und es kommt nicht genug Wasser an. Das ist das Problem auch. Es kommt nicht genug Wasser da hinten an. Brauchen wir jetzt die besseren Rohre? Dirty Water? Oder das Ding müsste schneller werden. Ja, ich glaube, das ist das Problem. Gib mir... Also ich baue... Ne, komm, die breche ich erstmal ab. Wo ist die Fabrik mit den Speedmodulen? Speedmodule da. Gib mir... Achso, die wollte ich begrenzen, ne? So. 15 Speedmodule, okay. Bau mir bitte ein Speedmodul MK2. Und bau mir bitte eine schnellere Fabrik. Ja, okay. Da hätte ich auch früher drauf kommen können, dass irgendwann die Fabrik nicht mehr schnell genug ist, um alles... Weil jetzt ist Wasser ja ein produziertes Gut. Ich setze die beiden da jetzt erstmal rein, so. Ich habe das jetzt zu kompakt gebaut. Hier zwischen sollte eigentlich noch ein Rohr am besten. Ich kann alles um einen nach links verschieben. Nee, kann ich nicht. Das Eisending muss hier weg. Also, eigentlich müsste es so ablaufen. Die Fabrik müsste einen weiter nach rechts. Da müsste links ein Rohr sein. Und an das Rohr schließen wir dann das untere Wasser auch noch an. Und wir bräuchten, also allgemein müsste das Meer voneinander distanziert sein, nicht so dicht an dicht gebaut. Das heißt, wir haben die Pumpen, dann haben wir die Fabriken. Die Fabriken produzieren dann ganz viel flüssiges, frisches, sauberes Wasser. Tun das dann in irgendwelche Tanks und von den Tanks wird es dann hier zu den Boilern gepumpt. Sodass immer genug frisches Wasser da ist. Und das nicht so schwungartig kommt wie hier. Ja, es kommt einfach nicht mehr genug da hinten an. Wo sind die da? Bau die jetzt. Du
Die ist echt super schnell. Jetzt kommt nicht genug Wasser an. Ja, es kommt nicht genug Wasser an. Okay, wir brauchen eine schnellere Offshore-Pump. Wir brauchen wieder Eisen. Wie für alles. So, eine MK3 Offshore-Pump. Die bitte kurz abbrechen. Na, sieht immer noch nicht besser aus. Pumpe kommt. Zip, 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 zip. Dann eventuell die Rohre auch noch. Ja, das ist fast instant da. Problem ist halt, es ist nur fast instant und nicht instant. Ja, keine drei verklickert so. Da. Oh, drei davon. Haben wir noch MK3 Rohre? Da bauen wir davon welche. Und auch Untergrund welche. Und ich stibitze mir während. Brecht die mal ab, bitte. Und ich stibitze mir währenddessen rote Chips, damit wir das nicht gleich wieder machen müssen mit den ganzen Sachen da selber herstellen. Da, gib mir bitte die alle. Gut, wir haben Untergrundrohre, wir haben normale Rohre, wir haben 1, 2, 3 davon. Siehst du, das geht auch viel schneller. Also da, da, da. Dann haben wir hier pinkes Rohr. Pinkes Rohr. Pinkes Rohr. Alles MK3, 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 schnelle Maschine. Nö. Hat nix. Hier vielleicht noch? Nö. Das Wasser kommt gar nicht erst an. Okay. Das System ist fehlerhaft. Es muss neu gebaut werden, umgebaut werden, wie auch immer. Da werde ich mir nächste Folge was einfallen lassen müssen. Eventuell machen wir hier ein ganz langes unterirdisches Fließband für das Eisending, damit wir hier mehr Platz haben. Dann reiße ich das komplett alles ab, baue es neu auf. Haken ist, dass wir in dem zu dem Zeitpunkt denn gar keinen Strom haben. Ich könnte alternativ hier auf der linken Seite noch so ein System aufbauen, das denn gleich richtig ist. Und dann, sobald das steht, das hier abreißen. Ich glaube, das klingt wesentlich besser. Also, nächste Folge, das hier den ganzen Wald wegmachen, den Wald wegmachen und dann von links nach rechts ein ähnliches System aufbauen wie hier. Nur eins, das besser funktioniert. Also, bis gleich.